Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir es geschafft, noch ein paar Fische zu fangen, die uns gefehlt haben. Nur um dann am Ende herauszufinden, dass ich schon einen Stör- und einen Kugelfisch gefangen hatte und mir die für den Teich wahrscheinlich schon aufgehoben hatte. Naja, ist ja nicht schlimm, wir haben dadurch noch ein bisschen Geld verdient. Und was wir heute machen werden, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht gehen wir heute mal zum Zauberer und bringen dem ein Geschenk vorbei. Weil ich ja gesagt hatte, ich möchte mich gerne mit dem Zauberer als auch mit Willy dann natürlich später anfreunden. Weil ich gerne wissen möchte, was bei Willy im Hinterzimmer ist und beim Zauberer auch. Das wären jetzt so auf jeden Fall die zwei Leute, wo ich das gerne mal wissen würde, weil ich zu denen tatsächlich so sonst nicht wirklich viel weiß. Wenn ihr noch irgendeinen Charakter habt, über den ihr gerne mehr wissen wollt oder mit dem wir uns einfach mal anfreunden sollen, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. So, machen wir das mal am Anfang und jetzt schauen wir mal weiter. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Wahrsager, neutral und ein neues Rezept. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Pfannkuchen. Manchmal verliere ich mich in ausgefallenen, komplizierten Gerichten. Aber es fühlt sich gut an, mal einen einfachen Pfannkuchen zu machen. Ich empfehle, eine Menge Butter und Ahornsirup darüber zu geben. Du hast gelernt, wie man Pfannkuchen macht. Oh, ich muss sagen, ich esse sehr gerne Pfannkuchen. Gucken, wenn ich mir vielleicht demnächst auch nochmal was machen. Schauen wir erstmal in den Briefkasten. Grüße, Lilly. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Stern Tautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem Stellenfortschritt sehr beeindruckt. Stern Tautaler Umschau. Und noch ein Brief. Hey Kleiner, meine Kehle ist zu trocken. Ich bin aber eine Sie. Wie ein Wüstenknochen. Mich dürstet es nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Pam. Okay. Wenn du das jetzt... F. Shorts auf zum Grund, Tiere aufziehen. Baue einen Hühnerstall. Ja, später. Holen wir uns erstmal die Gießkanne und natürlich unsere Fässer. Blumenkohl und grüne Bohnen. So, 14. Ich überlege gerade, ob wir dann hier einfach nochmal... Melonen anbauen sollen. So und so. Okay, jetzt war auf einmal die Musik leer. Da haben wir jetzt auch Blaubeeren. Das heißt, wir können aber heute eigentlich auch das Bundle voll machen, das Sommerbundle. Wenn wir, glaube ich, noch wilde Sommersaat, die würde ich sonst hier auch gleich einfach mal anpflanzen. So. Was habe ich denn hier angepflanzt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber wir werden uns mal überraschen lassen. Wir fühlen uns recht gut. Okay. Flum. Dann... Gucken wir mal. Erstmal die Gießkanne weg. Ich habe keinen lila Pilz und keine Essenzen. Das ist natürlich ungünstig. Ich dachte, ich hätte schon welche. Den verkaufe ich. Brauchen wir? Wofür brauchen wir den denn, den Mohn? Brauchen wir den für ein Handwerk? Nee. Sammeln. Brombeere, Haselnuss, Wildpflaume. Sammeln Winter. Aquarium nicht, Heizraum auch nicht. Holzbrett. Ah, Mohn. Okay, dafür brauchen wir einen auf jeden Fall. Den verkaufe ich. So, Hopfen sammeln wir auch erstmal. Mm-hmm.
Was packen wir denn als nächstes mal in das Ding rein? Ich würde sagen, wir nehmen hier die Bohnen. Das sind 3. Dann brauche ich noch eine Sache. 4. Kartoffeln. So. Gucken wir einfach mal, was das dann bringt. So, packe ich mir eine von, weil wir brauchen noch 3 goldene Melonen eigentlich. Und wir haben hier noch ein bisschen Sommersaat, die packe ich mir schon mal hier hin. Aber wenn ich jetzt gleich eh ins Ding gehe, nehme ich mir das mit. Ahornsirup brauchen wir auch noch für irgendwas. Das verkaufen wir, das schmeiße ich gleich Dingens. Ich habe doch hier noch irgendwo hier Standard. Ja. So, den Mohn schmeiße ich schon mal hier rein. Dann lasse ich mal noch meine Axt. Ich lasse auch die Hacke hier, das nehme ich mit. Und dann gehen wir jetzt sonst noch mal ein bisschen in die Mine. 15 bis 26 Schaden. Den nehme ich mal mit. Und noch ein bisschen was zum Snacken. Hier, 10 mal Lauch. Ist das Lauch? Ja. So. Dann gehen wir jetzt nämlich zuerst ins Gemeinschaftszentrum, schmeißen beziehungsweise und holen noch Melonsamen. So. Und die Sachen möchte ich noch in die Kiste schmeißen. Nee. Sammeln Sommer. Bündel komplett. Belohnungen. Ein Qualitätssprinkler. Sehr schön. Wo wollte ich hin? Ahornsirup. Wo muss ich den denn abgeben? Bündelkoch, okay. So. Koch. So. So, dann geht's hier runter. Dann hole ich mir noch 9 Melonsamen. Hallo Pierre. Melonen hier. 1, 2, 3. 9. Ein 3x3 fällt. Alles andere brauche ich erstmal nicht. Habe ich da unten vielleicht Mais angepflanzt? Okay. So. Ich freue mich schon, wenn wir hier das Minensystem fertig haben. Ich weiß gerade gar nicht. Gewächshaus, Brückenreparatur, Lorenreparatur, Heizraum. Ah, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Alles klar. Ich setze mal kurz hier rein, genau wie den. Und der Rest bleibt dann hier. Tü-tü.
lasse jetzt auch mal den Händler Händler sein. Ich gehe jetzt tatsächlich lieber in die Mine und schaue mal, ob wir da irgendwie noch Glück haben. Vielleicht, dass wir wenigstens noch 5 Level weiterkommen. Wir haben zwar nachher auch den gesamten Winterzeit dafür. Aber ja. Kriegen wir die Loren wenigstens noch schnell repariert. 55. No! Das ist ja schon mal doof. So. Kupfer mitnehmen. Nein. Nein, 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 nein. Probieren wir gleich mal. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und noch eine Runde Kohle. Okay. Oh. Flop. Flop. Macht erstmal so ganz gut Schaden, würde ich mal sagen, was? Boah, kommt doch. Okay, ich muss aber die Taste gedrückt halten. So. Okay, für die Schleime sind die Dinger dann nicht so effektiv. Aua. Und für die Fledermäuse? So. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwo... Geh weg, Fledermaus. Keiner mag dich. Eine Geode, schön. Ich hätte aber gerne die Treppe nach unten. Zack. Zack. Nein! Aha. Ja, ich will den Laura essen. Oh, Mann. Ja. Doofheit lässt grüßen. Schaffen wir natürlich keine 5 Level. Warum? Weil Lilly doof ist. Zum Glück hat man keine Ausdauer. Phew, wir haben eine Solar Essence. Sehr gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Tschüss. So, jetzt sind wir da, wo wir eben waren. Ich gucke jetzt aber nochmal, dass ich hier ein bisschen Eisen wenigstens mitnehme. Weil das werden wir nachher auf jeden Fall auch brauchen.
Eins, zwei. Runde die mal ganz großzügig. Okay, ein Cola. Na, komm schon. So, ich wollte auch nur mal gucken, ist hier unten noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. So. Tschüss, lieber Schleim. Oha. Ich zum Schluss noch so ein großes Level. Aua. Ja. Erstmal sicherheitshalber einen Lauch. So. Komm schon, komm schon. Stirb. Geht doch. Sehe da was, sehe da was. 54, 55. Ha! Ist ja noch irgendwas Spannendes? Nee, nee, okay. Ich hab zwar noch ein bisschen Zeit, bis dunkel wird, aber man muss ja nicht übertreiben. Ne, man muss sein Glück ja nicht überstrapazieren. Wow, hier oben ist noch voll hell. Dann, Freunde, würde ich sagen, die Blubbels übersehe ich jetzt mal ganz gut. Ich glaube, beim Zauberer kommen wir heute nicht mehr rein, bis wir da sind. Das wird ein bisschen enge. Weil wir hätten jetzt Solaressenz. Zwei Stück. Können wir ihm zumindest eine schenken. Aber dann machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ich gucke jetzt nochmal, ob in der Höhle die Pilze schon wieder nachgewachsen sind. Ja. Zwar auch nur in erster Linie gewöhnliche Pilze, aber... Dafür, dass wir nichts machen müssen, sollten wir, also an Pflege für die Pilze, glaube ich, ist das schon okay. So, ich schau mal eben hier. So, ein bisschen das Gras zurechtrücken. War euch alles gut? Wir fühlen uns recht wohl. Okay. Man kann ja nochmal nachschauen, ne? Dann räume ich mal eben mein Inventar wieder leer. So. Wir haben gefunden Kohle, ein bisschen Kupfer, eine ganze Menge Eisen. Oh, haben wir tatsächlich viel Schleim. Fledermausflügel, ein bisschen Gold. Das haben wir ja nicht drin. Ein Amethyst, dann Solaressenz. Gefrorene Geoden. Der Rest, der kommt woanders hin. Du kommst hier rein. Haben wir noch einen anderen Dünger gefunden. Standardqualität. Ah ja. Steine und Pilze. So, sortieren wir das auch nochmal schön. Wechseln 8 Haare. Oh ja, die müssen wir auch noch anpflanzen. So, dann mache ich die noch hier rein. Und dann war es das eigentlich auch für heute schon wieder. Wir waren in der Höhle. Und wir haben Sachen abgegeben. Ja, ich würde sagen, das ist ganz gut. So, knapp 20 Minuten haben wir auch wieder voll. Ich gucke jetzt sonst noch mal, ob wir noch was haben in den Kisten, irgendwie was wir verkaufen können. Die müssen wir noch abgeben. Das können wir erstmal alles so lassen. Bei den Fischen haben wir da irgendwas doppelt. Eine Krabbe können wir abgeben. Heilbutt können wir abgeben, Regenbogenforelle. Boah. Die Flunder, den Karpfen. Regenbogenforelle, Rotbarbe. Alles, was wir irgendwie doppelt haben, können wir ja eigentlich erstmal verkaufen. So. Noch ein bisschen Einkommen haben, damit wir uns dann demnächst auch den Pferdestall leisten können. Wächst im Frühling, gemischte Saat, wächst im Frühling und gemahlener Reis. Ich wollte mal gucken, was können wir denn alles eigentlich schon herstellen? In den Zapfhahn, ja. Die Einmachgefäße. Bienen. Wir haben noch kein Bienenhaus, ne?
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Was brauchen wir denn dafür? 40 Holz, Kohle, Eisenbahn und Ahornsirup. Ich glaube, wir haben keinen Ahornsirup. Und den habe ich gerade. Ja, den habe ich gerade verbraucht. Dann gibt es den erstes Bienenhaus, wenn wir wieder Ahornsirup haben. So, wir gehen mal ins Bett. Ja, bitte. Level up. Kampfstufe 4. 5 Lebenspunkte und Rezept für den Kriegerring. Sehr schön. Gut. Glatt 1000. 210. Der Blumenkohl ist halt schon ein bisschen OP. So. 50 für die Edelwicker. Und hier nochmal. Pappe, was bringt denn da? Die Flunder ist sehr wertvoll. Wow, knapp 2000 Gold haben wir damit gesammelt. Ich glaube, das ist ganz gut. Und in der nächsten Folge... Mal gucken, was wir da anstellen. Ob wir da ein bisschen in die Mine gehen. Auf jeden Fall gehen wir zum Zauberer. Das machen wir als erstes. Wir können noch mal gucken, was wir für den Pferdestall alles brauchen. Ob wir da schon alles haben. Also wir haben nicht genug Gold. Das weiß ich. Mist. Aber wir können trotzdem gucken, ob wir von den Materialien her alles für den Pferdestall haben. Weil dann können wir die schon mal sonst zur Not noch sammeln, wenn uns da was fehlt. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.